Willkommen zurück, wieder mit einem Live-Scrabble-Spiel. Und diesmal habe ich dafür einen ganz besonderen Gast, nämlich Christoph Farkas, den Journalisten von der Zeit, der kürzlich dieses schöne Scrabble-Porträt verfasst hat. Das ich euch nochmal ans Herz legen würde, ist für Zeitabonnenten, ist sehr lesenswert. Und was Journalisten angeht, gibt es im Scrabble eine ganz bekannte Vorgeschichte, nämlich dass ein US-amerikanischer Journalist, Stefan Fatsis, mal einen Artikel schreiben wollte, einfach nur über Scrabble und dann so in die Turnierszene hereingezogen wurde, dass er jetzt seit über 2 Jahrzehnten selbst bei Turnieren Scrabble spielt und er hat dieses tolle Buch darüber verfasst. Word Freak. Und vielleicht passiert bei Christoph ja dasselbe. Und jetzt spielen wir hier erstmal, denn nächste Woche ist die deutsche Scrabble-Meisterschaft wieder und dort hat Christoph sich angemeldet, wird mitspielen. Wenn wir mal auf sein Profil gehen hier bei Wugels, bei der Seite, auf der wir spielen, dann sehen wir, dass die Statistiken, die er da bisher hat, aller Ehren wert sind. Fast 400 pro Spiel, 26 Punkte pro Zug und etwa anderthalb Bingos pro Spiel, das er gespielt hat. Und das sind richtig gute Statistiken. Von daher werden wir sehen, wie dieses Spiel hier jetzt verläuft. Er durfte anfangen und er legt Mane. Und ich habe die 7 Buchstaben, die man hier sieht, die sehr gut ausgewogen sind. Nur das V stört so ein bisschen. Ich glaube, ein Bingo ergibt sich hier nicht. Es liegt jetzt schon nahe, dass man vielleicht auf Fermane als Vorsilbe gehen will. Das widerspricht sich jetzt aber ein bisschen mit dem anderen Ziel, das ich hier habe, nämlich möglichst auf Bingos gehen. Und ich denke, es ist sinnvoller, auf den Bingo zu gehen, weil ich für Fermane natürlich diesen einen bestimmten Buchstaben brauche und darauf zu sparen bringt es eher nicht. Weil es auch gar nicht so viele Punkte wären im Vergleich zu einem Bingo. 48, das ist gar nicht so überragend. Es ist gut, die Möglichkeit zu sehen, aber es ist hier, denke ich, empfehlenswerter, erst auf den Bingo zu gehen. Eine Möglichkeit, um das jetzt zu erreichen, wäre einfach nur das V zu tauschen. Wenn ich jetzt keinen klaren besten Zug habe, um es zu legen. Ich könnte auch Van legen, mit der Idee, wie so oft, um einen Bingo zu bekommen. Ist diese Kombination an Restbuchstaben sehr, sehr gut. Und ich kann auch Van hier hinlegen, um mehr Punkte zu holen. Oder hier irgendeinen anderen Zug, wie zum Beispiel Weste. Damit gebe ich aber eigentlich zu viele gute Buchstaben weg. Und ich denke, ich bleibe bei Van. Okay, das sieht gut aus, was ich hier bekommen habe. Es ist nicht so einfach, damit den Bingo zu entdecken. Ich sehe bisher einen, bei dem ich auch nicht ganz sicher bin, tatsächlich, ob man den so spielen kann. Aus den 7 Buchstaben alleine, die ich jetzt auf der Bank habe, meine ich, gäbe es keinen Bingo. Das ergibt kein Wort. Und dann muss man schauen, ob einer der schon liegenden Buchstaben weiterhilft. Christoph spielt fern hierhin. Und der einzige Bingo, den ich bisher sehe, geht durch das M hier oben mit Mementos. Also Momente. Hat das schöne Anagramm Memento, wie von Memento Mori. Jetzt ist nur die Frage, ob auch das S dran geht. Des Momentis müsste natürlich auch gehen, aber diese Genitivendung Momentis ist manchmal kritisch. Manchmal sagt der Duden, das kann man so nicht sagen. Und ich kann mir nie merken, wo das geht und wo nicht. Also vielleicht geht nur des Moments. Und dieses E kann man gar nicht einschieben, grammatisch gesehen. Mementos kommt mir sicherer vor. Ich probiere das so. Mal gucken, ob Christoph mir das glaubt oder ob er es anzweifelt. Wenn er es anzweifelt, droht entweder mir der Zugverlust oder ihm drohen 10 Punkte Abzug für die Anzweiflung. Wenn es liegen bleibt, habe ich jetzt eine mäßige Mischung aus Buchstaben nachgezogen. Das Ü sollte dann möglichst schnell weg. Ein U und ein Ü zusammen sind immer kritisch. Und der kritischere Buchstabe davon ist aber das Ü. Das wirkt nicht unbedingt wie ein schlechter Buchstabe, gibt ja auch 6 Punkte, ist aber doch so unflexibel, dass man immer schnell schaut, wie man das loswerden kann. Mementos bleibt erstmal liegen. Okay, und er zweifelt es nicht an. Wir werden nach dem Spiel sehen, ob es gültig ist. Christoph tauscht 4 Buchstaben. Welche Stellen gibt es für das Ü? Hüst ist eine Möglichkeit. Der Rest passt eigentlich ziemlich gut zusammen. Das sieht schon mal gut aus, aber das ist jetzt eine Bank, eine Buchstabenkombination, bei der ich recht lange schauen würde, dass ich tatsächlich nichts übersehe, weil es gut sein kann, dass es irgendeinen Zug gibt, der noch mehr Punkte erreicht und der diese Bank ideal aufräumt, der aber vielleicht nicht so ganz leicht zu sehen ist. Und natürlich muss man auch in Betracht ziehen, das Ü vielleicht zu behalten, zum Beispiel so,
Aber wenn ich das tue, dann sollte ich schon das U zumindest gleichzeitig loswerden. Es gibt diese Möglichkeit, die gar nicht so schlecht ist, weil meine Restbuchstaben gut, sehr gut zu diesem S passen, was ich dann damit da oben hinlege. Der Punkt ist da jetzt aber, Christoph hat vier Buchstaben getauscht und nach einem Tausch behält man gute Buchstaben. Er hat also gute behalten und dann gibt es eigentlich keinen Grund für mich hier so riskant aufzumachen. So ein Zug reizt mich immer, wenn ich schon sehe, ich habe Buchstaben, die sehr gut zu dieser Stelle passen. Wenn sie frei bleibt, werde ich sie gut nutzen können. Aber dann darf man nicht vergessen, wenn ich wüsste, was Christoph für Restbuchstaben hat, dann würde ich das wahrscheinlich nicht spielen. Und ich kann natürlich vermuten, was er jetzt für Buchstaben hat. Ich denke, Hüst ist die sinnvollste Option. Ja, und das hat sich gelohnt. Jetzt habe ich einen Bingo erwischt. Eine andere Frage ist, ob er irgendwo hinpasst. Kann ich so noch nicht erkennen. Oh, Christoph muss wieder tauschen. Und damit habe ich freie Bahn, aber passt mein schöner Bingo Pausier auch irgendwo hin? Ich glaube nicht. Damit ist die Frage, ob es durch das T oder durch das N oder so irgendeinen anderen Bingo gibt. Ich sehe bisher keinen, was mich wieder ein bisschen misstrauisch macht, ob ich was übersehe, wie so oft in diesen Live-Spielen. Weil es eigentlich so gut aussieht, aber ich sehe nichts. Okay, dann ist die Frage, wie ich weitermache. Sehr reizvoll finde ich erstmal diese Möglichkeit hier. Vif ist ja ein sehr beliebtes Scrabble-Wort aus der Schweiz und damit kann ich hier P und I weglegen und A, U, S und diese beiden passen sehr, sehr gut zusammen. Es gibt hier eigentlich kaum Buchstaben, die ich weglegen will. Ich könnte tatsächlich sagen, ich lege nur das I weg, weil der Rest so gut passt. Ich könnte aber auch lieber möglichst viele Punkte nehmen, zum Beispiel so 31, aber U und I zu behalten ist eigentlich nicht gut genug dafür. Ah, aber so ist es besser. Supi kann man tatsächlich so legen. Es ist Umgangssprache, aber der Duden kennt auch Umgangssprache. Und ich denke, das mache ich so. Ah, das hat sich eher nicht gelohnt. Vier Es nachgezogen. Wie immer habe ich schon recht viel Zeit verstreichen lassen mit diesen Situationen, von denen ich dann viel im Video rausschneide, aber wenn ihr auf die Uhr schaut, 11 Minuten sind schon vergangen, in denen ich viel nachgedacht habe. Muss ich ein bisschen schneller spielen, aber ich liege jetzt ja auch gut vorne. Und es waren alles so Bänke, bei denen man leicht Dinge übersehen kann und bei denen ich es dann gerade, wenn ich gleichzeitig kommentiere dazu, sehr schwer finde, alles zu sehen. Aber ich möchte natürlich auch trainieren für die deutsche Meisterschaft, die jetzt kommt. Und das wird dann natürlich mein nächstes Video sein. Also nächstes Wochenende vom 3. bis 6. Juni treffen wir uns alle in Nürnberg im Haus des Spiels, also einem Spielemuseum, und spielen dort die deutsche Meisterschaft aus. Es wird hoffentlich, oder ist so geplant, wieder einen Livestream geben bei Twitch. Ich informiere dann hier nochmal darüber, wo man alle Runden mitverfolgen kann, idealerweise, und das Finalspiel. Und danach kommt natürlich hier auch der Turnierrückblick darauf, wie mein Turnier verlief. Idealerweise schaffe ich das dann eine Woche später, also von jetzt in 2 Wochen. Muss ich schauen, ob das zeitlich gut hinkommt. Und das kann ich alles erzählen natürlich, weil Christoph jetzt eine Weile nachdenkt und bei mir nicht so viel nachzudenken ist. Also, was mache ich mit meinen vielen Es gleich? Wo kann ich die irgendwie gut loswerden? Hüste bietet sich dafür natürlich an und dann Armee. Oder so ein Scrabble-Wort, das man sehr selten legt, weil das eigentlich so gute Buchstaben sind, dass man sie kaum weglegen will. Ich glaube nicht, dass ich das Wort schon jemals gespielt habe, obwohl das so ein normales deutsches Wort ist. Christoph nutzt hier diese Stelle, die ich gerade aufgemacht habe. Jetzt legt er nur 2 Buchstaben weg. Ich denke, wenn er ja schon strategisch gut unterwegs ist, was ich mal annehmen würde bei den Statistiken, die er so hinlegt, dann ist das jetzt eher ein sparender Zug und er hat ansonsten gute Buchstaben behalten. Könnte also vielleicht gleich der Bingo kommen. Ich denke, Armee ist trotzdem richtig, obwohl ich den dreifachen Wortwert aufmache. Es ist nicht gesagt, dass er ein N hat. Und hier muss einfach im Vordergrund stehen, für mich meine Bank aufzuräumen. Ich ziehe ein N nach. Vielleicht kann ich das also dann gleich nutzen. Sehe jetzt noch nicht direkt einen Zug dafür. Ich habe auch das X dazu bekommen und das Z. Das Z mag ich eher nicht, das X an sich schon, aber auf diesem Brett gibt es gerade keine so guten Stellen dafür. Man schaut für das X natürlich immer nach Es für X oder nach Is für X und Xi. Und beides ist hier nicht so richtig erkennbar. Wow, das ist ein schöner Bingo. Fitness, den muss man erstmal sehen. Aber ja, ich denke, da zeigt sich dann die Stärke. Also Journalisten sind natürlich auch Kandidaten für gute Scrabble-Spieler, weil sie natürlich ständig mit Wörtern umgehen. Und da werden viele so ein Sprachtalent haben oder eins, um einfach mit Buchstaben gut umzugehen.
Und ich denke, das wird bei Christoph dann wohl der Fall sein. Und mein Zug ist hier also so ein bisschen nach hinten losgegangen. Was mache ich jetzt mit meinen schwierigen Buchstaben? Es sind weder für das Z noch für das X gute Stellen erkennbar. Also bin ich gar nicht zufrieden damit, was ich hier machen kann. Ach so, ich kann einfach hier X legen und wahrscheinlich ist das am besten erstmal. Eine bessere, teurere Stelle ist nicht erkennbar. Und der Rest, das Z mag ich wie gesagt nicht, aber der Rest ist nicht so schlecht. Es ist immer von Vorteil, fünf verschiedene Buchstaben zu haben, keine doppelten Buchstaben und damit wird diese Restbank doch ganz brauchbar und ich mache das so. Okay. Er nutzt die Stelle, nutzt dieses X für viele Punkte, gibt mir natürlich auch jetzt diese Stelle zurück und das kann ich jetzt einigermaßen punktreich auf diese Weise nutzen. Aber Wind ist trotzdem, kann je nachdem trotzdem ein völlig sinnvoller Zug hier gewesen sein. Ist halt ein bisschen riskant, aber andererseits gibt es mir auch nur 14 Punkte sozusagen zurück, wenn ich die Stelle überhaupt nutzen werde und will. Von daher ist das schon okay, das so zu machen. Ich gucke mich noch einmal um, ob es irgendeine bessere Stelle auf diesem Brett gibt. Aber ich denke, das ist in diesem Zug ziemlich klar. Zaune. Jetzt ist auch bei dieser Bank nicht so klar, was will ich loswerden und was behalten. G, O und R sind sicherlich die Buchstaben, die ich noch am wenigsten gebrauchen kann, aber alle sind eigentlich okay. Rosa hier oben ist eine Möglichkeit, aber ein 14-Punkte-Zug kann hier ja eigentlich kaum der beste Zug sein, bei so einer eigentlich sehr guten Bank. Mich lacht auch immer diese Stelle mit dem H hier oben an, aber so richtig kann ich die bisher nicht nutzen. Oh, schöner Zug von Christoph. Ein Mauerwerk, auch das zeigt immer, ja, schon ein hohes Scrabble-Niveau. Und ich kann es hier gar nicht mal richtig nutzen. Hier an das NE kommt man von meinen Buchstaben nur mit dem E dran. Ich kann Ergo spielen. Okay, das kann ich vielleicht machen. Wenn ich noch weiter nach links will, brauche ich hier das S. Und damit komme ich da schon nicht mehr hin. Hier ginge dann noch das A für Ara, aber dann erreiche ich den dreifachen Wortwert schon erst recht nicht mehr. Und hinter das K kann man keinen Buchstaben legen. Also KO ist kein gültiges Wort im Deutschen. K auch nicht. Und dadurch ist das so ein blockierender Zug. Aber ich denke, Ergo ist dann die richtige Lösung. Ist kein Eigenname, ist zwar eine Versicherung, aber ist natürlich auch ein Wort im Sinne von also. Ja, okay. Das Ä kommt dazu. Hier gibt es ein sehr schönes, sehr nützliches Scrabble-Wort, das ich jetzt spielen kann. Ich vermute, das war in meinem Video drin mit 100 Spezial-Scrabble-Wörtern. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gönnt euch das mal. 100 Wörter, die nicht zum normalen Wortschatz gehören, aber im Scrabble ständig nützlich sein können, vor allem, weil sie oft die einzige gute Option darstellen bei einer bestimmten Buchstabenkombination. Und den Fall haben wir jetzt hier. Erstmal Christoph Zug hier oben nutzt jetzt diese sehr attraktive Stelle mit dem H für Locht. Und der Zug, den ich hier spielen kann, ist Cäsar. Auch das könnte man natürlich für einen Eigennamen halten, gilt aber auch anscheinend so im übergeordneten Sinne für Kaiser. Und das ist jetzt hier eindeutig der beste Zug, um das C und das Ä loszuwerden. Da bin ich jetzt mal ziemlich sicher, dass mein Zug die richtige Wahl ist. Okay, zwei Us auf einmal will man nicht haben. Wir können ja bei der Gelegenheit mal in die Restbuchstaben schauen, denn mein erster Blick geht dann erstmal dahin, kommt das Q noch? Und das Q kommt tatsächlich noch, von daher will ich jetzt gar nicht beide Us auf einmal loswerden. Es sind auch die letzten Us. Und dann will man natürlich gleich durchaus ein U weglegen, aber eben auch nur eins. Es kommen auch noch beide Blankos. Das sollte man auch im Kopf haben. Bisher haben wir hier keine allzu hohe Punktsumme zusammen erzielt, jeweils nur ein Bingo. Und das kann eben auch daran liegen, dass beide Blankos noch kommen. Auch das Y kommt noch. Dann kann man mal das Brett nach dunkelblauen Feldern scannen, ob ein ganz gefährlicher Y-Hotspot da ist. Das ist jetzt aktuell aber nicht der Fall. Also da muss ich nicht aufpassen, dass ich vielleicht so eine Stelle blockieren muss, damit ich keine böse Überraschung bekomme, wenn Christoph plötzlich 70 Punkte in einem Zug macht mit dem Y. Ich habe das U, das der einzige Buchstabe ist, Quatsch, ist nicht der einzige, der vor ein L geht. Das Ö geht auch davor für Öl. Auch das Ö kommt noch, aber ich könnte also hier diese Stelle nutzen. Ich sehe aber tatsächlich keine Möglichkeit, da hinzugehen. Käsig, ein sehr schönes Wort. Also ich würde sagen, man kann jetzt schon mal festhalten, Christoph schlägt sich sehr gut, macht es mir hier absolut nicht einfach. Wie mache ich jetzt mit meinen Buchstaben weiter? Ich möchte nicht unbedingt das hier spielen.
und hier komplett aufmachen. Aber ein U muss natürlich weg. Ah, ich habe hier oben diese Stelle, aber dann komme ich hier nicht weiter. BU ist kein Wort, das ist auch kein Wort. Und ansonsten ist jetzt auch gut zugemacht. Also er hat mir auch nicht viele leichte Punkte serviert sozusagen. Wind war so ein bisschen die Ausnahme, aber ansonsten ist es auch sehr gut defensiv gespielt. Und dadurch habe ich es jetzt hier. Ist nicht so ganz klar, wie ich meine Buchstaben am besten loswerde. Das hier könnte am besten sein, weil meine Kombination, die ich behalte, schon ganz gut ist. Ich möchte nicht unbedingt das Q bekommen. Ich möchte aber natürlich die Blankos bekommen. Und also ich sage das deshalb, weil dann jetzt eine entscheidende Frage sein kann, wie viele Buchstaben ich auf einmal lege. Spiele ich eher einen langen Zug oder spiele ich eher einen kurzen Zug? Aber man muss auch sagen, zu einem langen Zug habe ich gar nicht wirklich die Möglichkeit, wo soll der hin? Und von daher bietet sich diese Möglichkeit erstmal an. Es gibt auch blocht. Blochen ist auch ein gültiges Verb, aber dann, wie mache ich dann hier weiter? Also, das ist nicht gültig. AT, et ist nicht gültig, sonst könnte ich so spielen, aber mit einer furchtbaren Restbank an Buchstaben. Ah, aber eine Anschlussstelle habe ich noch übersehen. Man kann hier mit einem U an einer ganz interessanten Stelle anschließen, nämlich an fern. Ufern. Ein sehr leicht zu übersehener Fronthook. Und damit könnte ich das hier spielen. Oder tuben. Buten ist ein ganz komisches, gültiges Wort. Aber tuben geht auch. Ich sollte aber wahrscheinlich eher buten spielen, weil dann der dreifache Wortwert hier links nicht so einfach zu erreichen ist. Wenn ich tuben spiele, dann könnte Quint oder so zurückkommen. Und das T dort generell ist gefährlicher. Von daher spiele ich buten und ufern. Ich bekomme das Y. Das ist nicht unwillkommen, auch wenn ich gerade schon erwähnt habe, dass keine tolle Stelle dafür in Sicht ist. Es ist aber trotzdem eigentlich immer ein willkommener Buchstabe. Man kann recht gut immer noch Punkte damit machen und es bleibt auch am Ende des Spiels. Eigentlich ist es nie ein Problem, das noch loszuwerden, weil es eben an ein M dran geht als griechischer Buchstabe, an N genauso und an das E. Und damit wird man es immer noch los. Das ist so ein Unterschied zum Q. Und deshalb freue ich mich eigentlich immer, wenn ich das Y auch am Ende bekomme, weil ich weiß, dann habe ich noch ein paar Punkte in der Hinterhand. Und hier könnte es ja schon noch spannend werden. Ich bin 39 Punkte vorne, aber das ist noch lange nicht gegessen, je nachdem, ob er vielleicht auch die Blankos bekommt. Ein Bingo ist eigentlich gerade praktisch keine Gefahr. Es gibt eigentlich keine Stellen dafür. Hier oben passt eigentlich kein Wort komplett hin. Hier durch das N-Wege ist theoretisch möglich, 7 Buchstaben drum zu bauen, sodass ein 8-buchstabiger Bingo kommt. Aber dann habe ich hier die Dreierlinie offen, also gefährlich ist da nichts. Hier kommt man nicht parallel dran, sodass man nach unten spielen könnte, weil vor das G kein Buchstabe geht. Also AG ist natürlich eine Abkürzung und von daher ist das nicht möglich. Das U sollte ich wohl behalten als Versicherung für das Q, wobei man auch sagen muss, wenn man ein U hat und ein Q am Ende, bringt es einem manchmal gar nichts mehr, weil dann keine Stelle mehr da ist für ein langes Wort, das mit QU anfängt. Das sind ja direkt mal 5 Buchstaben oder so normalerweise und dafür muss erstmal die Stelle sein. Das I kann wichtiger sein, um QI spielen zu können, das allgegenwärtige QI. Hier ist die Stelle für QI möglich bei Käsig. Ich kann mein I behalten, um das woanders noch hinlegen zu können, aber dafür muss auch erstmal eine Stelle dafür da sein und die ist jetzt gerade auch nicht zu erkennen. Wenn ich beides einfach todesmutig loswerden will, kann ich hier oben Hindu spielen, um möglichst viele Punkte zu machen. Möglichst viele Buchstaben auch zu legen, damit ich die Blankos bekommen kann. Es ist jetzt von Christophs Zügen nicht direkt ablesbar, dass er die Blankos hätte. Also die Züge sehen nicht direkt. Noch kann ich genauso davon ausgehen, dass die Blankos im Beutel sind, wie dass sie bei ihm sind. Wobei das allein schon mathematisch immer unwahrscheinlicher ist gegen Ende, wenn die Blankos noch fehlen, dass sie nicht auf der gegnerischen Bank sind. Also wenn noch gute und schlechte Buchstaben übrig sind, muss man mathematisch immer davon ausgehen, dass der andere die guten Buchstaben hat. Weil es wahrscheinlicher ist, dass man gute Buchstaben behalten hätte. So gesehen hat man oft die Situation, am Ende sieht man, die Blankos kommen noch und sehr, sehr oft sind sie beim anderen Spieler. Aber das ist logisch, das ist einfach Wahrscheinlichkeit, Statistik. Christoph legt hier oben diese Stelle zu mit Loot und kommt damit aber punktemäßig natürlich nicht weit ran. Weiß nicht, ob das jetzt auch ein vorsichtiger defensiver Zug war oder ob das einfach das Beste war generell, was er gesehen hat mit seinen Buchstaben. Ich könnte erstmal Punkte mit dem Y machen.
Vielleicht ist das ganz gut, aber damit mache ich eine mögliche Bingo-Stelle auf. Und das sollte ich jetzt wahrscheinlich vermeiden, wenn noch beide Blankos kommen. Das hier könnte erstmal die sinnvollste Option sein. Das Y behalten als Versicherung, um Punkte zu machen. Ich denke, ich mache das so. Ja, okay. Weiterhin keine Spur von den Blankos, aber ich bin jetzt ja, ich habe sie jetzt ja auch nicht gejagt sozusagen. Ich habe nur zwei Buchstaben gespielt. Aber ich habe noch das Y. Und die Verantwortung, sozusagen jetzt hier was aufzumachen und Risiko zu gehen, ist natürlich bei dem, der in Rückstand liegt. Okay, er gibt den Blanko aus, aber für 58 Punkte. Denn ich kann diesen Zug jetzt leider hier nicht wieder entfernen, aber dann würde man sehen, dass hier ein dunkelblaues Feld unter dem Ö ist. Föten, Plural von Fötus. Auch das sehr schön gesehen. Das gibt mir die Möglichkeit, hier A zu spielen für 45. Und damit sollte ich aus dem Schneider sein. Jetzt können wir sehr genau durchgehen, was mir vielleicht noch droht. Also, es kommen noch zwei Buchstaben. Und sagen wir mal, dass J und Q sind noch im virtuellen Beutel. Und Christoph hat E, G, H, L, R, S, Blanco. Also die besten Mo Buchstaben, die er hier haben kann. Einen Bingo kann er damit nicht mehr spielen, einfach weil dafür keine Stelle da ist. Das ist leicht zu überblicken. Aber was mache ich dann mit J und Q, wenn wir diesen Worst Case hätten? Ich habe hier oben QI, das könnte er aber natürlich zulegen. Und das J bekäme ich dann aber noch weg mit Jam hier oben, JAM. Und er kann nicht beides gleichzeitig er kann nicht beides gleichzeitig blockieren. Er kann nur dafür sorgen, dass ich meinen Q nicht mehr loswerde. Denn obwohl ich das U habe, gibt es dann an einer anderen Stelle keinen Zug mehr. Ich glaube aber, dass diese Q-Gefahr, dass ich die sowieso nicht verhindern kann. Also auch wenn ich jetzt mein E behalte, bekomme ich dadurch keine andere Stelle, an der ich das Q gleich legen könnte, wenn ich es ziehe, wenn ich nicht noch den Blanko dazu ziehe oder so. Und die Gefahr, auf dem Q sitzen zu bleiben, ist für mich also in jedem Fall da. Ja, ich mache das so. Glück gehabt, ganze Menge Glück gehabt, er hat das Q und das J tatsächlich. Und ich habe einen der Blankos bekommen. Und damit bin ich aus dem Schneider. Er muss jetzt eigentlich direkt das Q hier oben hinlegen an das I, sonst ist gleich die Stelle weg, sonst mache ich sie gleich zu mit Bit oder so. Und das J wird er dann gleich hier noch los mit Jam. Genau, erkennt er völlig richtig. Ich kann es jetzt hier direkt verlängern, wenn ich will, für QIS. Ich kann auch gemein sein und hier die Stelle zumachen. Es ist wahrscheinlich so oder so der beste Zug für mich, weil ich so gut damit noch Punkte mache. Nicht mehr wirklich gut, was für ihn daraus zu machen. Und ich kann meine Buchstaben jetzt gleich. Ah doch, je, natürlich. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass ich eine Möglichkeit habe, um alle. Doch, ich kann sie hier alle auf einmal loswerden. Das ist nicht unbedingt dann der beste Zug, aber ich finde es immer elegant, wenn man das Spiel auf diese Weise dann beendet. Und von daher mache ich das so, insbesondere wenn ich ja sehe, dass mir das den Sieg bringt. Und es bringt mich auch knapp noch über 400 Punkte mit den Punkten, die ich dann von ihm noch bekomme. Und ich bin gerade so in der Zeit. Also, ich bekomme von ihm noch 7 Punkte dazu. Da sind wir. Oh, Hüste. Hüst ist nicht gültig. Hüst? Hüst ist gültig, aber man kann es nicht verlängern. Also, Hüst ist anscheinend ein Ausruf oder was? Hüst? Hüst. Ich schau mal nach. Hüst. Zuruf. Zugruf. Links, okay. Gut, schauen wir mal, was ich verpasst habe. Oh, wow, Christoph hat im ersten Zug direkt was übersehen. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, dass ich das hier gleich zeige, nämlich den Bingo annehme oder Ehemann. Vielleicht nicht lang genug gesucht, denn das, ja, hätte er natürlich mit dem Level, das man jetzt gesehen hat im Spiel, ist er absolut in der Lage, das zu finden. Aber manchmal hat man dann so einen Verpasser und sieht es einfach nicht. Und hier, wenn, oh, ja, und hier habe ich das nicht gesehen. Das ist sicherlich durch 11 Punkte mehr dann doch ein bisschen besser, obwohl ich mein sehr gutes N noch weggebe. Ja, ich denke, es ist kein großer Unterschied tatsächlich, weil das N zu behalten meine Restbank doch um einiges noch besser macht. Mementos ist gültig, okay, und des Momentes ist also auch korrektes Deutsch. Dann, ja, ich denke, das war richtig hier von ihm zu tauschen. Man sieht hier diesen Vorschlag, aber tauschen ist da besser. Gut entschieden. Ha, und ich habe gesagt, bei so einer Bank kann man leicht was Schwieriges übersehen. Und hüp, fern ist natürlich eine schöne Option. Ich dachte an hüpf,
mit dem F, aber das liegt halt nicht frei dafür. Er tauscht wieder bei 7 Konsonanten, also ganz unglücklich nachgezogen, auch da gute Entscheidung. Und hier pushe, okay, ich bin schon mal froh, dass ich hier kein Bingo übersehen habe. Also pausiere geht nirgendwo hin und anscheinend gibt es keine Alternative. Pushe oder Pusher. Ja, ich denke, da kann man mit Supi zufrieden sein, weil das E doch deutlich besser dazu passt als das I. Das ist okay. Armee, klar. Da ist jetzt der Zug ungültig. Das hätten mir natürlich viele Leute im Turnier nicht durchgehen lassen. Ich habe es nicht absichtlich gespielt, hat man sich ja im Video auch gemerkt. Ich hielt es für ein Verb, ist es aber nicht. Gut, so weiß ich es jetzt wieder. Fitness ist toll gesehen, vor allem weil es auch die einzige Option hier ist, an dieser Stelle oder an dieser, aber das Wort muss man erstmal sehen. Klasse. Ex, ja, hier gibt es auch nichts Besseres. Wind und Wirt, ja, ich denke, dann ist hier völlig richtig, hier Wind zu spielen oder auch Wirt, das ist kein großer Unterschied. Ist einfach eindeutig mit Abstand an die beste Stelle. Dann Ergo, auch da. Ah, sogar war das Wort, das ich gesucht habe. Ich dachte mir noch, da steckt so ein bisschen eins drin. Ich denke, das gefällt mir. Ah, ist schwer zu sagen. Sogar spontan sieht schöner aus, aber Ergo macht vielleicht die gefährlichere Stelle zu hier unten. Und sogar macht eigentlich unnötig auf. Und von daher war der Zug wahrscheinlich okay. Dann Cäsar, ja, das ist eine klare Sache. Käsig ist schön gesehen. Und hier bin ich sehr froh, dass ich den Hook noch gesehen habe mit U-Fern. Und dann kam ein Blanko tatsächlich schon zu Christoph. Aber man kann hier nichts damit anfangen. Das Feld ist komplett unbrauchbar an der Stelle für Bingos und damit für die Stärke des Blankos. Und Hindu an dieser Stelle, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, kann man so machen. Sollte man wahrscheinlich auch so machen. Ist wahrscheinlich der beste Zug. Hätte ich sehen dürfen. Stattdessen In von mir, ja. Wahrscheinlich nicht optimal. Högenden, schrieb Christoph mir vorhin, hat er sich nicht getraut. Högen ist ein häufiges Scrabble-Verb. Aber ganz ehrlich, denke ich, dass Föten kaum schlechter ist. Högenden macht so sehr auf, kann ich fast immer sehr gut zurücknutzen. Das Föten, also erstmal toll gesehen auch hier mit dem Blanko und diese Möglichkeit, das ist kein großer Fehler. Da muss man sich nicht groß grämen. Behöb wird hier noch vorgeschlagen an der Stelle. Aber. Ja, Föten ist, kann man zufrieden sein hier. Und dann, ja, das habe ich im Video erklärt, dass man hier noch schaut, welches schlechteste Szenario kann noch kommen. Verliere ich bei diesem Szenario und dann ist nicht so entscheidend, ob A der optimale Zug ist, wenn ich weiß, eigentlich gibt es keinen Weg mehr, wie ich danach verlieren kann. Zumindest, wenn ich das richtig eingeschätzt habe. Und dann muss er hier das Q spielen, um nicht darauf sitzen zu bleiben. Und. Ja, Bu war, denke ich, dann auch okay. Gut. Das war jetzt kein so punktreiches Spiel wie die letzten, die wir hier schon hatten. Aber wieder hat mein Gefühl getäuscht, dass ich die ganze Zeit denke, boah, ich übersehe doch bestimmt was viel Besseres. Ich habe einzelne Sachen übersehen, aber keine dramatischen. Es gibt einfach so Spiele, wo die Buchstaben okay aussehen, aber trotzdem nichts so richtig Gutes zusammenkommt. Und ich meine, die Punktzahlen sind immer noch völlig okay. Mit 400 kann man immer sehr zufrieden sein. Und wenn Christoph so spielt, ich habe jetzt schon oft gesagt, dass ich das hier sehr vielversprechend fand, aber wenn er so spielt bei der DM, dann wird es ganz gut aussehen. Wir spielen jetzt noch eine Revanche, die nehme ich aber nicht mehr auf. Und wir sehen uns dann demnächst wieder mit meinem Bericht von der deutschen Meisterschaft. Ich freue mich schon sehr. Bis dann.